Hallo, willkommen zurück. Wir sind wieder zu Hause nach unseren Abenteuern auf der Ingwerinsel. Und dreimal dürft ihr raten, heute starten wir mit Kurso 5, endlich mal wieder. Nein, und dreimal dürft ihr raten, wo geht's heute hin? Natürlich zurück auf die Ingwerinsel. Willkommen bei Kurso 5. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Morgen wird es in einer anderen Region wunderschön sonnig. So, Lea, Schätzelein. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Entschuldige, wenn ich etwas stinke. Ich habe die ganze Nacht in der Hitze geschwitzt. Das ist okay. Das ist okay. Ich bin mal wieder für die 2 Tage weg. Wir haben wieder eine Jade bekommen. Wir haben hier noch eine Batterie bekommen. Und Lucy geht's hoffentlich auch gut. Ja, oh, wir kriegen einen Fisch wieder. Dankeschön, Lisa. So, wir haben auch ein bisschen Honig. Wir haben Mohn. Das ist nice. Jetzt muss ich gucken, wie ich den Honig da wegkriege. Ich habe die Befürchtung, wenn ich den Honig einsammle, sammle ich auch die Blumen oder mal so sofort ein. Eieiei. Ananassamen. Ich behalte das mal so bei, wie es ist, weil das will ich ja alles auch wenn auf der Ingwerinsel irgendwie verwursten. Kaffee, die Dingens ist gewachsen. Ah. Muss ich jetzt einmal dran. Es geht leider nicht anders, aber die Hofarbeit darf ja nicht stehen bleiben, deswegen muss ich mal gucken, wie das alles dann in Zukunft wird hier. Aber Ingwerinsel geht momentan gerade vor. So, wir haben hier Sommer. Da können hier die Chilis einmal rein. Eine Menge Ingwer. Coconuts. Coconuts haben wir, glaube ich, hier mit reingetan, ne? Ja. Okay, ich nehme ein bisschen was zu essen mit, auf jeden Fall. Was nehmen wir noch mit? Hier oben in der Minenkiste hatte ich doch noch ein bisschen Essen, oder? Dann war es draußen an der, ich nenne es mal die Schleimkiste, aber es ist die Dropkiste. Genau. Hier haben wir noch ein bisschen Krabbenkuchen, nehme ich mit. Okay, das sollte passen. Ein bisschen freien Platz brauche ich. Ein paar Sachen nach dem Gunther kann ich durchbringen. Nee. Skeletthand. Nee, mehr nicht. Okay. Das lassen wir noch da. Gibt es mehr? Oh ja. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das bedeutet. Das bedeutet, ich mache erstmal hier diesen Baum weg, der mir im Weg steht. Hier auch. Jede Menge Eichenharz. 13 von der Zahl, genau. Weil daraus können wir dann auch wieder Fässer machen. Und aus Fässern können wir wieder ordentlich Wein generieren. Das ist gut. Ich gucke ganz kurz auch mal hier rein. Hier dürfte auch wieder einiges gewachsen sein. Zumindest die Erdbeeren. Zick, zick, zick. So, die haben wir auch abgeerntet. Was brauche ich nochmal alles für ein Fass? Kann ich noch... Nein, kann ich nicht mehr. Ich habe tatsächlich Pems Quest verpasst. Mit dem Kartoffelsaft. Hat Pam halt Pech gehabt. Ist nicht meine Schuld. Hat Pam halt Pech gehabt. So. Ich wollte mal nach Fässern gucken. Wo sind die schönen Fässer hin? Da. Holz, Kupfer, Eisenbarren. Das haben wir doch, oder? Hier dürfte jetzt unser Holz drin sein. Ja. Kupfer, Eisenbarren und 14 frische Fässer. Sehr schön. Das bedeutet nochmal eine Menge mehr Geld. Also was wir jetzt zumindest profitabel einsetzen können. Ich kann das Haus, glaube ich, jetzt auch daneben dann setzen. Also das heißt Haus den Schubladen. Oh, da liegt aber eine Menge Trüffel rum, du. Oh. Und hier liegt eine Menge Wein rum. Und Kartoffelsaft. Sehr schön. Ja, komm, Kartoffelsaft weg. Sternfruchtwein auf jeden Fall weg. Und dann setzen wir hier ein paar Fässer hin. Hallo? Perfekt. Okay, wir haben hier noch ein paar Sternfrüchte, die wir verwerten können. Genau, für diesen Fall haben wir die ja auch aufbewahrt, und zwar so angezüchtet. Heißt jetzt aber nur für mich, ich muss morgen einmal in die Wüste und mir da ein paar holen.
so überall, also ein paar Samen, dass ich wieder anpflanzen kann. Das kommt auch super mit der Ingwerinsel, weil die kann ich da, glaube ich, das ganze Jahr anbauen. Das ist richtig cool. Oink, 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 oink. Ihr habt eine Menge Trüffel gemacht, Jungs. Auch noch ein Trüffel. Oh, die Jungs kann man dafür nur lieb haben. Die waren hier so fleißig, während ich auf der Ingwerinsel war. 9, 14. Boah. 14 Trüffel insgesamt. Ne. Den wollen wir nicht essen, den schmeiße ich hier mit rein. So, und dann ab zum Ozean. Wir wollen Richtung Willy. Wir haben schon, auch schon 10.30 Uhr. Wir können ja leider nicht würde mal sagen. Verdammt! Meine Synapsen schalten heute falsch. Genau. Wir können heute einmal dort übernachten. Wir haben noch einen Zeltbausatz. Ein Ticket kaufen, einmal überspringen. Dankeschön, ich schenke mir was ein. Oh, es geht schon weiter. Zeit pausieren. Nicht vergessen, viel trinken ist wichtig. Ich habe mir wieder meinen Sirup geholt tatsächlich. Das ist diesmal nicht Waldmeister, sondern Kaktusfeige. Auch schön, ganz schön süß und ganz lecker. Jetzt muss ich nur bald mit dem Sport wieder anfangen. So, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben eine Menge ausgebuddelt. Wir haben goldene Walnüsse gesucht, wir haben goldene Walnüsse gefunden, aber wir brauchen noch mehr, viel mehr. Habe ich hier gebuddelt. Ja, da habe ich gebuddelt. So, wie komme ich da hin? Vielleicht von da oben, muss ich mal gucken. Oh, hier hängt mir eine Kokonut. From the Coco Tree, from the Coco Palm Family. So, das sieht nach. Okay, da habe ich auch schon. Ich buddel überall da, wo es aussieht, als könnte dort was versteckt sein. So wie das hier. Haha! Sehr geil. 4 Nüsse. Ich brauche 16, glaube ich. 16 brauchte ich, damit ich also noch 16 kann ich mein Haus hier bauen. Dann kann ich hier auch länger übernachten. Okay, nee. Und ich habe die Angeln vergessen, ne? Wir müssen doch hier auch angeln. Ach Mensch, Alex. Wenn der Kopf nicht angewachsen wäre, ne? Dann wäre schlimm. Okay, hier wachsen einfach nur Pilze drin. Ich brauche aber gerade keine Pilze. Hier wächst Ingwer. Nö, nö, nö. Hier Schleuder mitgenommen, habe ich die Schnecks reingepackt. Die habe ich auch vergessen, natürlich. Ah, die brauchen wir auch. So, hier drüben war ich ja schon. Da waren nämlich hier 2. Und weiter ging es nicht. Okay. Einiges ist in der Höhle, also im Vulkan auch gedroppt. Da werde ich nochmal hingehen. Ich habe das Gefühl, dass da noch mehr droppen wird. Aber ich glaube nicht, dass da genug für das Haus droppen werden. Lass uns überraschen. So, hier habe ich ja auch schon einiges ausgebuddelt. Nee, nein, nach oben gucken bitte. Danke. Nö. Nö. Hier? Nö. Hier? Nö. Kann ich hier? Ah! Das sieht man mal. Man muss einfach nur auf den Boden gucken und überall sind Kreise. So, kann ich hier irgendwie... Nee. Nee, hier habe ich schon gebuddelt, oder? Den hatte ich schon. Das ist der teure Papagei. Nee, so viel Geld habe ich nicht. Vielleicht jetzt nach dem Sternwein, aber so viel habe ich nicht. So, da bin ich rausgekommen aus dem Vulkan. Nee, dann komm, dann gehen wir mal in den Vulkan rein und buddeln uns da mal wieder so ein Stück hier durch. Was hat der denn hier? Brücke bauen. Nee. Aktuell nicht, aber danke.
Wow, wow. Einfach juken, einfach vorbei. Und dann sind wir hier. Okay, da ist nichts, da will ich dann auch nichts. Wir kommen zurück im Vulkan mit der Techno-Vulkan-Musik. Da ist nichts. Das wäre so ein Magma-Pilz. Hier sind gut, die geben mich richtig Leben so zurück. Ich habe auch keinen Platz mehr. Schleim weg. Harz weg. Historische Saatgut behalten natürlich. Eichel kann erstmal weg. Nautilus-Artefakt kann weg. Lustiges Fisch kann weg. Batterien hätte ich abgeben sollen, verdammt. Ah, ich hätte mich noch zu Hause lassen können. Egal. Oh, ich habe wieder Lust bekommen. Sehr schön. Ich muss hier nur irgendwie heile durchkommen. Dankeschön. So, bumm, bumm, bumm. Zack, zack. Einmal kurz umgucken. Hat mir weh zu tun. Ich war am Spitzhackinieren. Und dann hier wieder durch. Ey, ich habe keine Lust auf diese fliegenden Viecher. Okay. So. Und so kommen wir hier rüber. Nee, da mal gucken, bitte. Tagebuchfetzen. Und eine Walnuss. Nice, okay. Was sagt denn der Tagebuchfetzen? Tag 14. Ich habe einen halben Monat auf dieser Insel, nach einem halben Monat auf dieser Insel, habe ich das eine oder andere über das Auffinden dieser goldenen Nüsse gelernt. Man muss die Augen nach subtilen Hinweisen offen halten. Wenn etwas ungewöhnlich aussieht, könnte eine Nuss in der Nähe versteckt sein. Ich habe Zeichen im Sand bemerkt und Zeichen auf den Blättern. Ich habe sogar eine Nuss in einem Baum in der Nähe des Vulkans gesehen. Wenn ich nur eine Möglichkeit hätte, sie runterzuschießen. Immer wenn ich eine Nusspflanze gesehen habe, habe ich einen Weg gefunden, sie zu erreichen. Ha, okay. Das ist, sind immer gute Hinweise. Das sind die subtilen Sachen. Das kriegen wir hin. Und den müssen wir jetzt umhauen. Wieso treffe ich ihn da nicht? Mein komisches Feuerding. Und wieso fliegst du so weit zurück? Komm zurück, Mann! Dankeschön. So, wir nehmen natürlich ein bisschen hier. Hast du jetzt deinen Bruder gerufen? Aua. Mein Bruder zündet mich an. So, das ist erledigt. Nein, da wollen wir nicht gießen, wir wollen oben gießen. Hier runter. Und weg. Bumm. Okay, da ist ein Schalter. Da ist eine zur Tür. Da sind Ananas-Sachen. Da sind ein paar Sachen, die ich nicht einsammeln kann, schrägstrich will, schrägstrich sollte. Ich bin mir nämlich total verplant hier reingegangen. Ganz kurz gucken, ob es hier vorne was Besonderes gibt. Außer jetzt gibt es da nichts, okay. Hier gibt es ja nur so einen kleinen Schleimi. Komm, komm. Du bist kaputt, du gibst mir das. Dankeschön. Wir gehen hier rüber. Jemand, der hat was Seltenes, eine Walnuss oder so. Oder einfach gar nichts. Ich kann es nicht ändern. Da habt ihr wahrscheinlich eher so Walnüsse oder so. Komm, komm, lass dich umhauen. Dankeschön für den Ingwer. Den nehmen wir dankend an. So, hier haben wir ein bisschen Gold. Aber kein. Keine goldene Walnuss. Da haben wir noch so einen Magma-Hut. Den will ich haben. So, ich brauche langsam was essen. Nämlich einen Magma-Hut zum Beispiel. Gerade bekommen, direkt zur Wand. Kann ich die eigentlich kaputt machen? Nee, schade. Da wäre bestimmt auch was Cooles drin. Ist hier eine goldene Nuss drin? Nee, nur Goldnuggets. Da ist eine goldene Nuss drin. Sehr schön. Ein bisschen Kohle.
Der Ole ohne Kohle, wer ihn vielleicht kennt. Das ist ein, ich will nicht sagen Schauspieler von Berlin Tag und Nacht ist das gewesen, sondern ein, also ja, es war jemand, es war eine fiktive Figur aus Berlin Tag und Nacht und der Schauspieler wurde jetzt tot aufgefunden, leider. Ich habe zwar nie Berlin Tag und Nacht gesehen, aber ja, ist schon blöd, sowas zu hören. Weg mit den Steinen hier. Deswegen ja, der Ole ohne Kohle. Ikonischer Name, muss man sagen. Aber, ja, mit 39 muss man sich mal geben. Mit 39 möchte ich noch nicht tot umfallen. Da habe ich das Leben noch groß vor mir. Jo, schießt du mal deine Dinger hier. Ich gehe hier oben rum und tschö. Bin auf der nächsten Ebene. Okay, es hat noch ein paar Schlackenscherben gegeben. Das ist gut, das ist sehr gut. So, irgendwo vielleicht noch ein goldenes Walnüsschen für mich drin. Vielleicht im Iridium da oben. Okay, da ist der Knopf. Ich wollte mich gerade sagen, wo könnte der Knopf. Diamant, die kann ich hier liegen lassen. Ach, hier, Knochen, Fragment, weg damit. Medium kann man auch nicht liegen lassen. Historischer Schädel, weg damit. Die hat Gunther alle schon, die braucht Gunther nicht. Wenn Gunther die bräuchte, dann, ja, würde er mir vielleicht was drüber erzählen können. Wieso? Ach, da ist noch ein Knopf. Shit. Da unten ist noch ein Knopf und ich habe ihn nicht gesehen. Voll, ja, ja, ja. Klick, klack. Okay. Dann einmal hier rein. Was hast du hier? Abkürzung zum Ausgang. Nö, danke. Ich habe noch nicht genug Schlackenscherben. Der Diamantenjäger. Jeder Stall hat die Chance, einen Diamantentasten zu finden, der von Hand abgebaut wird. Hm, okay. 1600 für eine Megabombe, muss ich mir merken. Ginger Ale. Brauche ich gerade nicht. Okay, halt. Wir können hier mal eben. Wir haben zwar gefühlt unendlich Kapazität, aber wir nehmen mal das Wasser mit, ne? Vom Feuerchen begrüßt. Mit entspannter tropischer Musik. Ich muss nach Hause. Verdammt. Das nehme ich noch mit. Das nehme ich noch. Guck mal, es ist noch eine goldene Walnuss bekommen. Und ich glaube, wir müssen doch die Abkürzung zum Ausgang nehmen. Ah, das ist nichts gut. Ja, bitte. Wir merken uns, Alex ist besser vorbereitet gekommen. Dankeschön. Abkürzung des Vulkans. Perfekt, dann kommen wir hier raus. Ich habe jetzt gar nicht mehr auf die Zeit geachtet. Passiert. passiert. Dann kann ich jetzt aber dann zu Hause mich wenigstens ein bisschen vorbereiten. Ach, obwohl, ich muss doch gar nicht. Ich bleib extra hier. Zelt erscheine. Ins Bett geht. Zack, gute Nacht. Und wie viel Geld haben wir gemacht? 50k. Ja, fast alleine nur durch den Wein. Das wird bald noch mehr. Es kann nur mehr werden. Was soll ich mit dem ganzen Geld eigentlich noch anfangen? Ja, außer die Stelle hoch zu pushen, mehr Schweine zu kaufen, noch mehr Geld zu kriegen. Guck mal, mein Zelt hat sich zu Ingwer verwandelt. So, ich hab die Erdbeeren hier mitgenommen. Och Gott, bin ich blöd. Oh. Bin ich blöde. Dann gehen wir hier wieder rein. Aua, hat noch mit weh zu tun. Ich will doch noch durch. Bitte lassen Sie mich durch. Ich bin ein Arzt. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier kriegen diesmal. Ist ja jedes Mal auch ein bisschen random. Der hat eine goldene Walnuss, der Doofmann. Zurück, geht zurück.
Bleib zurück. Wir wollen dich nicht hier haben. So, ich will nur hier die zwei mitnehmen, weil die können eine goldene Walnuss wieder fallen lassen. Oh, was hat denn... Hier ist noch einer. Ach, Tarotkornol nur. Nee, 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 die brauche ich nicht. Guck mal. Komm schon, lass dich umhauen. Oh, ein Tripport-Totem nach Hause. Das nehme ich. Dafür lasse ich das ganze Holz hier. Und die Mühle kann auch hier bleiben. Brauche ich nicht. Dankeschön. Okay, okay, ich brauche nichts weiteres. Ich kann einfach nach oben. Das ist immer gut. Hier beide hier im Turbo-Modus. Das fühlt sich wie Tennis an. Nur extremer mit einem brennenden Ball. Brennendes Tennis. Nur du kannst davon bleiben. Ich will hier die Magma-Kappe haben. Joink. Sehr schön. Okay, da ist noch was frei. Da habe ich hier noch keine goldene Walnuss, keine goldene Walnuss. Schade. Können wir uns mal weiter um. Na komm. Warum liegen hier eigentlich so Zahnräder, Zahnbolzen und so Co. im Vulkan rum? Haben wir die Zwerge geschmiedet oder was? Der wollte Sneaky Peaky ankommen, hat es auch nicht geschafft. So, ein bisschen Schlack für den Alex. Dann, weil ich den da ausweichen will, nehme ich die Abkürzung hier. Hol mir das Kupfer. Auch wenn ich es eigentlich brauche. Aber wenn eine goldene Walnuss da versteckt, sage ich nicht nö zu, ne? Ich bin der Feuerbändiger hier, ey. Oh, das tat weh. Ich muss mir mal eben hier so ein bisschen Kaktusfrucht gönnen. Das war doch ein bisschen heikel. Aua! Hab dich schon zweimal getroffen. Wieso bist du einfach zurückgeflogen, wie die anderen auch? Warst einfach noch nicht aktiv, ne? Komm her. Dankeschön. Die geben auch Schlackenscherben, das ist halt gut, ne? Der lässt immer ein paar mehr Mineralien fallen. Hier haben wir... Okay, wir haben hier wieder ein paar Knöpfe hier drücken müssen. Und ich habe eine juckende Nase. Kennen wir aber schon zu gut. Skeletthand, Gunther können wir mehr erzählen. Die brauche ich noch. Ah, nee. Weg mit den Steinen. Und den snack ich mir auch direkt. Magma gut essen. Yes. Keine goldene Walnut, nur ein paar Höhlenkarotten, dafür habe ich auf einmal Platz. Okay. Laufen wir weiter durch. Komm, ab in die Ecke mit dir, Schleimi. Ja, perfekt. So. Verschwinde Feuer. Verschwinde und lass mir Schlacke da. Wenn mehr wirst du nicht hier. So, tot bist du. Okay. Ja, dann holen wir uns die Tür zu. Ich habe bisher nur einen Weg gefunden, wo ein Knopf ist, und das ist der da. Ah, das funktioniert. Oh, da sind noch die zwei Schlacken. Die muss ich mitnehmen. Wie viel habe ich schon? 31. Das ist not bad. Perfekt, hier kommen jetzt auch noch ein paar Schlacken dazu. Drei Stück insgesamt. Dann komme ich mal 100 Schlacken bald ganz nah und dann kann ich mir endlich diese
diese super nice Sneaker von dem Goblin kaufen. Oder Zwerg oder was auch immer er hier darstellen soll. Was soll ich das hier für eine Kiste? Kann ich hier aufmachen? Nein. Schade, ich hätte sie gerne aufgemacht. Okay, rein hier. Raus hier. Rein hier. Wird irgendwie ein schlechter Tag oder so? Ist das auch immer abhängig? Aber. Der Feuer stirbt. Du stirbst. Du stirb. Dann haben wir hier noch so Feuer. Das tut weh. Hier ist noch so ein Wunderschleim mit Sternchen drauf. Dankeschön. So, ich muss mir wieder hier ein bisschen was zu futtern gönnen. Sonst gehe ich hier gleich zugrunde. Okay, oh. Da ist. Kaboom. Kaboom. Und noch ein Kaboom-Ding. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Weil ich hier dran wollte. Eine Schlackenscherbe. Da vorne ist auch noch ein bisschen Schlacke. Oh. Was bin ich sehend? Eins der seltensten und wichtigsten Materialien auf der Ingwerinsel. Ah, ich kann einfach so einsacken. Was lasse ich dafür jetzt hier? Scheiß auf Gold, scheiß auf Steine, scheiß auf Harz. Was habe ich jetzt eigentlich damit? Steine! Mann, scheiß auf Steine, habe ich schon gesagt. Bleib du dahinter. Und wir verstehen uns super. Okay, 16 Uhr. Diesmal habe ich auf die Uhr geguckt. Wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Weil ich sowieso wieder vergessen, gleich auf die Uhr zu gucken. Mann, 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 Mann. Dass ich aber auch so unglaublich hartnäckig sein muss, ne? Ich gehe hier lang direkt. In der Hoffnung, dass ihr mich da einfach in Ruhe lasst. Okay. Hier lang, bum, bum. Der. Zack, 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 zack. Da nix. Da ist ein bisschen was. Da ist einiges. Du fliegendes Feuer, du hast nichts in der Hand gegen mein Superschwert. Ah, verdammt. Das hat mir wehgetan. Auf damit. Oh, die hinterlassen aber auch immer Schlangenscherben, das ist gut. Okay, ich kann Gott noch aufsammeln, aber ich gucke hier halt. Ich habe immer noch die Bedenken oder Hoffnungen oder. Perfekt, dass da halt auch noch einiges an Waldessen vielleicht rauskommt. Da ist man dort zu warten. Wir gucken jetzt erstmal, wie viele habe ich denn jetzt aktuell eigentlich? Sehe ich das hier irgendwo? 6, okay. Heißt sowieso für den Mittwoch, ich muss an alles denken. Ich muss die Schleuder mitnehmen. Das hat mir der Tipp zum Beispiel auch schon gesagt. Ich muss. Los, alle in Ruhe. Aber, oh, ich muss was essen. Ja, essen. Ich teleportiere mich zum Haus. Sicher, sicher. Ach Gott, ey, was war das denn? Ich wollte einfach so cool sein jetzt und durchrennen. Ich wollte machen. War aber keine gute Idee. Aber dafür kann ich jetzt hier so ein bisschen einräumen. Weil ich habe zum Beispiel einen Brief bekommen. Den habe ich gar nicht gelesen. Was sagt der denn? Nein, was sagt der Brief denn? Hi, wie geht es dir? Ich hoffe, dir gefällt das beigelegte Geschenk. Tschüss. Ja, danke. So, was schmeiße ich da denn jetzt rein? Das Trüffelöl. So, den Rest will ich natürlich irgendwie verpacken. Oh, was wollt ihr?
Was eingelegt ist immer noch. Hab ich nicht hier. Kann der Topf nicht einlegen? Ja, perfekt. Ich kann was Eingelegtes machen. Ich räume jetzt einfach mal ein. Einräumen, einräumen, einräumen. Da kommt auch das Hartholz rein. Habe ich sonst noch was, was hier reinpasst? Nein. Dann kommen die Erdbeeren hier rein. Habe ich sonst noch was hier reinpasst? Nein. Hier packe ich die mit rein. Ich habe hier eigentlich eine Saatkiste, ne? Aber die ist schon vollgestopft. Ich nehme mal hier die Baumsetzlinge auf jeden Fall mit. Mahagoni. Sonnenblumen kann ich irgendwann auch noch wieder anpflanzen. Die gehören hier auch nicht rein. Sind zwar theoretisch Saatgut, aber gehören da nicht rein. Dann kann ich hier nämlich die Knollen reintun. Da will ich erstmal ein bisschen Kugelfisch. Okay. Das wollte ich hier in die Holzkiste erstmal reinpacken. Holz, 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 Holz. Holz, Holz? Okay, das muss ich zu Gunther bringen. Ein paar Sachen sortiere ich wahrscheinlich sowieso draußen noch ein. Wie die Batterias hier. Batterien können hier rein. Kann ich verkaufen, kann ich verkaufen. Ah ne, kann ich nicht verkaufen, das behalte ich mal. Genau, ich kann ein bisschen... Stimmt. Ich habe ja ein bisschen was gesammelt in den Vulkanhöhlen. Das heißt, ich kann hier auch wieder ein bisschen machen. So, wo habe ich denn die... Da, oh. Von dem Erz habe ich aber einiges mitbekommen. Nicht schlecht. Einlagern. Bomben tue ich damit rein. Die Böhnchen, die Kaffeeböhnchen schmeiße ich hier mit rein. Ich habe zwei Drachenzähne sogar schon. Ich schmeiße das mal alles hier in die Wintersammelkiste mit rein. Auch wenn es aktuell nicht wirklich Sinn macht. Aber ich habe dafür jetzt gerade einfach keine Kiste, keine passende. Aber die Kokosnuss kann ich natürlich auch reintun. Die Kokonut. Um die Kokotri, um die Kokobalm Family. Und ja, dann ein bisschen frühzeitig den Dienstag beenden. Erstmal mit Lea sprechen. Irgendwas über diese Zeit in der Nacht macht mich durstig. Die Hitze, das Schwitzen, das alles. Könnte keinen Knutscher geben? Ich könnte. Das andere sah etwas pervers aus. Deswegen hat es nochmal einen nachträglichen Knutscher gegeben. Also muss ich einen Schluck trinken. So, 10. Tag im Sommer. Geht eigentlich gerade gut voran auf der Ingwerinsel. Stimmt, wir haben den Goldenen Louis hergeklaut. Kann ich eigentlich einfach mal just for fun den Goldenen Louis nehmen und gucken, ob ich ihn verkaufen kann? So, Lea Schätzchen, wie geht's dir? Denk immer daran, deine Augen nach wildwachsendem Essen offen zu halten. Da gibt's draußen gibt's eine Menge. Dankeschön, Schatzi. Oh, ganz wichtig, Kurso 5. Wahrsager. Leicht verstört. Okay, Wetterbericht. Morgen wird es klar und sonnig. Perfektes Wetter für das Luau. Morgen ist das Luau. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Ich will was probieren für da, dass ich da eine besten Zutat kriege. Und unsere besondere Prognose für die Region der Ferninsel. Morgen wird es den ganzen Tag regnen. Warum muss es morgen dort regnen? Regen ist doch wichtig auch auf der Insel. Ach Mann. Kannst nichts ändern. Kannst nichts ändern. Hallo Beatrice, du bist ein so guter Nachbar. Da dachte ich mir, ich sende dir ein wenig Tierfutter, um dich bei deiner Arbeit zu unterstützen. Dankeschön, Mani. Oh, wir hatten noch was geschickt. Warum schickt ihr Briefe? Ruf doch an. Ich schicke eine Mail. Ich schicke eine WhatsApp. Hallo Beaters, morgen versammeln wir uns alle für das jährliche Luau am Strand. Das Highlight der Veranstaltung ist die Gemeinschaftssuppe. Bring auf jeden Fall dafür etwas dafür mit. Der Gouverneur selbst nimmt an der Veranstaltung teil. Also sei bitte höflich und zuvorkommend und komm zwischen 9 und 14 Uhr zum Strand. Bla bla bla, Bürgermeister los. Ja, ja, ja. Ah, schade, ich kann den Goldenen Louis nicht reinpacken. Kann ich ihn auf meinen Hof stellen? Das ist jetzt meiner los. Hat Mani mir geschenkt, brauche ich nicht. Ingwer kann weg. Ja, passt doch soweit. Okay, mal gucken, wo die morgen die Melonen durch sind. Kätzchen streicheln.
jetzt hier den Wassermarkt. Dann habe ich ja noch eine Tonne an Trüffeln hier bekommen. Danke nochmal. Shoutout an die Schweinchen, die da so eine Riesenarbeit geleistet haben. Und immer noch so eine Riesenarbeit leisten. Hier 1, 2, 3, 4 schon wieder. Ach, hier hat einer ausgebuddelt, ey. Ich krieg die Krise. Wie geil ist das denn? Zack, zack, zack. Alles mitnehmen. Wir gucken kurz nach dem Wein. Der dürfte aber erst... Ich glaube, der braucht immer eine... Genau eine Woche braucht der, glaube ich. Aber, ja, das ist jetzt ja noch lange nicht. Zack, zack, zack. Ja, ich sag doch. Ich pflück die Blumen. Ich wusste es. Ach Gott, nö. Ah gut, die Blumen zerschneiden sich dabei nicht. Ach Gott, Glück gehabt. Ja, ich hab ein paar Blumen mitgepflückt. Dann ist dem halt so. So, ein paar Kaffeebohnen pflücken. Weil die habe ich jetzt schon, glaube ich, ein paar Tage hab hängen lassen. Weil ich momentan einfach genug Kaffee hab. So, das heißt genug Kaffee. Genug Kaffeebohnen. Okay, hier ist auch ein bisschen Eisenbarren und so entstanden. Das tut uns auch immer gut. Dann kann hier das alles rein. Das schmeiß ich mal hier rein. Den Honig schmeiß ich hier rein. Die Saatgut schmeiß ich auch mal direkt hier mit rein. Als Müll hier, zack. Honig. Skelethand. Ich weiß, gehört ja eigentlich nicht rein, aber schmeiß ich jetzt einmal hier mit rein. Weil ich brauche jetzt einfach ein bisschen Platz hier drin. Weil ich will jetzt ja auch die Sachen mitnehmen, die ich hier so verschießen möchte. Ich nehme die Meisterschleuder mit. Da sind 20 Steine drin. Ich brauche ein paar Steine noch. Ich habe fast alles weggeworfen. Und die Angel wollte ich mitnehmen. Die nicht mehr hier ist. Wo ist mein Angel? Wo habe ich Hotzkopf da? Ja. Oh, und ein paar Steine noch. Perfekt. Dann haben wir alles. Wir können wieder Richtung Ozean. Ich kann kurz gucken, dass ich mir ein Totem baue. Honigfasern. Und Hartholz. Faser. Hartholz werde ich drin, hier drin haben. Das weiß ich. Ups. Ich hätte gern ein Hartholz, bitte. Zack. Fasern sind auch hier drin. Und was war das letzte? Honig. Honig habe ich ja gerade hier zum Vermüllen reingetan. So, perfekt. Ist gebaut. Alles hier wieder rein. Ist alles drin. Alles muss also nicht brauchen. So, komplett nackt will ich ja nicht auf die Ingwerinsel gehen. Aber ja. Letztes Ozeantotem, dass ich nicht zum Ozean laufen muss, sondern mich eventuell schwupp dahin teleportieren kann. Und dann können wir auch ein bisschen Geld ausgeben. Was brauche ich eigentlich für so ein Ozeantotem? Korallefasern. Okay, jedes Totem kostet mal ein Hartholz. Das heißt, wenn ich mal kein Hartholz habe, kann ich mir 6 Totems aus dem Zundersamtwald holen. Ich würde mir aber erstmal gerne irgendwie die Obelisken für die Ingwerinsel holen. So, willkommen zurück auf der Ingwerinsel. Wir waren schon lange nicht mehr hier. So, jetzt will ich mal probieren. Kann ich... Den kann ich da nicht so einfach runterholen. Da komme ich nicht da hoch. Muss ich hier irgendwie von der Seite kommen? Keine Ahnung, wie ich an die Nuss kommen soll. Oder? Guck mal, das sieht hier so offen aus. Dann könnte ich hier so runtergehen. Okay, das ist smart. Okay, es gibt ja auch noch einige geheime Wege. Das heißt wahrscheinlich... Nee, ne? Gibt hier einige geheime Nüsse. So, große Preisfrage. Kann ich von hier davon angeln? Kann ich. Okay. Gibt das eine goldene Walnuss?
was zur Pflanzendruck? Ich habe einfach mal ein Bild geangelt. Kriegt ihr noch was? Ich habe einfach mal ein fucking Bild geangelt. Wieso habe ich ein Bild geangelt? Würde ich nicht verstehen, oder? Ach ja, gucken wir doch mal. Das ist der erste, oh, erste Ingwer-Inselfisch. Und der wird nicht perfekt, weil er einfach runtergegangen ist. Und es ist ein Buntbarsch. Und den gibt es vielleicht bei uns auch, ne? Also kein besonderer Fisch. Okay. Dann will ich heute mal nicht zum Vulkan gehen, sondern dann will ich mal jetzt hier Richtung, wo die potenzielle Hütte steht, nochmal hingehen und gucken, was ich da so noch machen kann. So. Du willst 20, ne? Ja. 20 sollst du haben, wenn ich 20 habe. Erstmal brauche ich noch ein bisschen Hartholz. Gib mir ein bisschen Hartholz, bitte. Dankeschön. Oh, hier ist ein Würmchenversteck. Omnigioden. Nee, damit schlimm. Mit der Spitzhacke können wir leider kein Holz hacken. Das ist leider verboten. So, hier, das waren ja irgendwelche Muscheln. Genau. Da war auch eine goldene Walnuss drin. Okay. Kann ich hier. Ich gucke hier gerade auch so ein bisschen den Sand ab, ob hier irgendwas Auffälliges ist. Aber ich angle jetzt einfach mal hier am Strand. Mal gucken, was sich hier schönes sich fangen lässt. Ich hoffe, es sind goldene Walnüsse. Ich möchte heute nicht anbeißen. Ich trinke mal einen Schluck zwischenbei. Pfeffer. Wow. Was ist das? Ein Kugelfisch. Hey, perfekt für Demetrius. Hier will doch einen, oder? Das war doch. Ja, Kugelfisch. Kriegt er, soll er kriegen, kann er haben. Frisch von der Ingwerinsel. Okay, hier habe ich diesen einen Wurm ja schon kaputt gehauen. Okay, meine. Bin die mal wieder weg mit. Da hatte ich schon gebuddelt, glaube ich. Das X habe ich ja schon gesehen. Ja. So, was hast du hier noch? Also bei dir hast du mir irgendwie so eine Quest gegeben. Okay, mit dir kann ich nichts besprechen. Kann ich bei dir rein? Nein. Okay, haben wir sonst noch was hier? Irgendwas von der Palme schießen oder so. Sieht nicht danach aus. Der Teich sieht aus, als würde er beangelt werden wollen. Der Köder dran? Da sind keine Köder dran. Deswegen dauert es noch ein Stück. Eine goldene Walnuss. Ist da noch eine goldene Walnuss eventuell für mich drin, ne? Gucken wir mal. Die Hälfte für das Haus ist damit jetzt schon mal zusammen. Theoretisch hätte ich auch ein bisschen mehr gehabt, aber ich musste ja aus dem Vulkan fliehen. Ich hätte ja kein Tote. Sonst wäre es ja super easy peasy gewesen. Einfach so. Schwupp und raus da. Nö, jetzt gibt es ein Treibholz. Da war da wahrscheinlich genau eine Nuss drin versteckt. Dann gucken wir mal hier weiter. Hier ist ja die eine Tür, wo ich ganz viele Nüsse gesammelt haben muss. Nur die größten Walnussjäger dürfen hier eintreten. Ein aktueller Status 35 von 100. Oh. Mehr weiß ich dazu nicht sagen. Oh. Deswegen gehen wir mal hier durch. Hier oben in der Höhle war ich, die hier versteckt ist. Das war diese Kristallspielhöhle hier. Die habe ich ja schon bestanden. Konnte ich hier irgendwie durchgehen? Das muss man jetzt mal wieder prüfen, ob man hier irgendwo durchgehen kann. Das ist hier nämlich, glaube ich, ein bisschen öfters vertreten. 10 goldene Walnüsse für diesen Expressversand. Nee, danke. Hier ist auch nichts, was ich
was ich so ausprobieren würde. Da drin ist auch nichts. Dann kann man oft auch was gut verstecken. Ne, dann war das hier erstmal auf der Seite, glaube ich. Dann kann ich jetzt erstmal auf nochmal auf die rechte Seite gehen. Mal gucken, haben wir hier noch irgendwas vielleicht? Nuss zum Runterschießen oder so. Oh, was sagst du mir? Versteckt in den Seiten des Tagebuchs. Du, doofer Vogel. Das weiß ich doch schon. Kann ich den Baum hier fällen? Ich kann ihn nicht fällen, aber er gibt mir eine goldene Walnuss. Okay. Einfach mal draufhauen. Das ist meine Devise. Wie geil ist das denn? Einfach mal random irgendwo draufhauen, es funktioniert. Funktioniert das hier irgendwo? Hallo, ich möchte irgendwo draufhauen. Wenn dunkle Wolken ein wenig beginnen, sagen wir, die Elche erfüllen vier täglich, einer im Norden, einer im Süden oder Westen, stellen ihre Geschenke vor meiner Tür. Geht's nicht weiter. Hier war eine goldene Walnuss. Jetzt sind wir hier auch wieder durch. Wo gibt es denn jetzt noch weitere goldene Walnüsse? Ich meine 35 von 100. Hier ist ja noch was. So, da sind Bananen drauf. Da muss ich, glaube ich, erstmal Bananen pflanzen. Dafür brauche ich aber den Hof da. Kann ich hier vielleicht noch irgendwas machen? Muss ich draufhauen? Nee. Da könnte ich jetzt theoretisch angeln. Bin gerade aus dem Spiel rausgetappt. In OBS rein, hab auf Stream starten gedrückt. Ich so, was? Hätte jetzt fast hier mal ein kleines Let's Play einfach mal live geschaltet. Wäre auch lustig geworden. Nee, ich glaube, ist da eventuell was? Nee. Nicht. Ja, nee, den Vulkan lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Es lohnt sich jetzt eigentlich nach Hause zu gehen. Ja, schade. Aber genauso habe ich es mir gedacht. Ich bin jetzt einfach weiter hier durchgegangen. Habe einfach noch Walnüsse gesucht, habe auch gut Walnüsse gefunden, bin im Vulkan gut weit gekommen. Aber ich will jetzt auch die nächsten Stardew-Tage, also die nächsten Folgen, jetzt nicht nur damit verbringen, weil irgendwann möchte man auch was anderes machen. Das Luau geht jetzt zum Beispiel morgen los, da gibt es ja wieder ein bisschen was anderes. Deswegen, ich weiß noch nicht groß, wie es jetzt die nächste Folge genau sein wird. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir jetzt erstmal für die restliche Stardew-Woche von der Ingwer-Insel einfach mal ein Stück weit fernbleiben, um zu Hause ein paar Sachen zu erledigen. Wir haben ja hier auf jeden Fall auch noch ein paar Quests, die wir erfüllen müssen. Aber die Hofarbeit ruft auch. Ich will ein bisschen gucken, dass ich einfach das Domizil der Schweine ein bisschen aufpeppe. Also, dass da mehr Schweine rein können. Und, weil wir haben jetzt ja wieder 82.000, das ist huge. Und hier vorne liegt eine Edelwicke und hier auch. Die wollen wir natürlich mitnehmen. Deswegen, großer Plan, große Aussicht, wie ich es mir jetzt gedacht habe, eigentlich immer so gegen Ende einer Folge zu sagen, ist gerade nicht da, aber es steht auf jeden Fall genug an. Das steht auf jeden Fall fest. Deswegen, wir nehmen das hier, wir nehmen nochmal zwei Trüffel mit. Stecken sie da rein, bringen diese ganz kurz hier noch weg. Alles rein da, brauchen wir nicht. Und dann wird sich wahrscheinlich unsere Frau schon im Bette liegen. Sie liegt schon im Bette. Wir schließen uns an und ich würde sagen, wenn es euch hier gefällt
Wir sind immer noch auf der Road zu 100. Lasst gerne Was ist das? Was ist das? In der Nacht gab es einen heftigen Sturm. Der Sturm hat einfach meine Call to Action zum Abonnieren einfach mal unterbrochen. Deswegen, was soll das? Aber es werden wir nächste Folge rausfinden. Ich glaube, jetzt haben wir endlich das, was wir in der nächsten Folge gucken wollen. Was hat der Sturm angerichtet? Das ist komplett neu. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder auch einen Kommentar oder wie auch immer, den Abo, ihr kennt das Business. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir dann gucken, was der heftige Sturm angerichtet hat und was wir in den Luau-Topf überhaupt mal reintun. Ne? Macht's gut, bis dahin. Ciao.